Hallo Hamburg, guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem diesjährigen Symposium ISB Nord. Ich kann leider dieses Jahr persönlich nicht vor Ort sein und schicke euch deswegen einen Videogruß nach Hamburg. Wir haben uns ja dieses Jahr tatsächlich große Themen vorgenommen und ich will ein paar Gedanken formulieren für den Rahmen dieses Tages. Das Thema nachhaltiges Wirtschaften am ISB ist für uns ein langes Thema. Wir haben Gedanken formuliert und Orientierung formuliert für humanes Wirtschaften, die kennen vielleicht manche von euch. Wir haben über die Schmidt-Stiftung das Zusammenspiel von Entrepreneurship in unterschiedlichen Sektoren zu unserem Thema gemacht, weil gerade das Thema Gemeinsinn und Gemeinwohlorientierung immer wichtiger werden für unsere Gesellschaft. Und es gibt so Dialogformate wie den ISB Afternoon Tea Nachhaltigkeit, den die Judith Schmidt hostet, wo wir unseren Partnern Dialogformate anbieten, um zu diesem Thema im Gespräch zu bleiben. Ja, dann gibt es so eine ganz pragmatische Ebene. Das ist, dass wir auch unser Ressourcenverbrauch, unseren Ressourcenumgang sehr wohl in den Blick nehmen. Wir haben uns unseren Footprint angeschaut und wir sind selbst im Alltag immer wieder in der Herausforderung, auch unseren Umgang am ISB mit den Ressourcen gut zu steuern und erleben da selbst, wie herausfordernd es ist, Haltung auf der einen Seite und Handlung auf der anderen Seite in einer guten Art und Weise zusammenzubringen. Und das soll auch bei der Suche nach einer neuen Örtlichkeit, nach einer neuen Heimat für das ISB in Zukunft dann noch eine tragendere Rolle spielen. Und das andere, was ich euch noch mitgeben möchte, ist, ich habe im Sommer in diesem Buch gelesen, Deutschland 2050. Und dieses Buch beschreibt in gut recherchierter Form, aber auch in sehr beklemmender Art und Weise, wie die Klimaveränderung unseren Lebensraum in Deutschland verändern wird. Das wird also nicht irgendwo stattfinden, sondern das findet hier bei uns statt. Wir wissen das auch alle. Und trotzdem gibt es diese Distanzierung, die Psychologen nennen das psychologische Distanz. Das ist in einer Weise auch gut, aber ich glaube, es ist gerade an uns, die mit systemischer Kompetenz wirksam werden können, hier klug voranzugehen und aktiv zu werden. Und das wünsche ich euch heute für den Tag, dass wir uns nicht von dieser Beklemmung fesseln lassen, sondern dass wir sagen, wir gehen voran, wir nehmen das in die Hand, wir gehen die Bereiche an, in denen wir wirksam werden können. Und vielleicht kann das ein gutes Motto für den Tag sein. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Inspiration für den Tag und ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr in Hamburg wiedersehen. Thank you.